Ja, moin zusammen. Super, dass ihr auf Montag wieder dabei seid. Manu Kone zum großen AC Mailand, Boubacar Traoré per Laie zu unserer Borussia. Und wir haben wieder das jährliche Elvedi-Déjà-vu. Das gilt es heute zu besprechen. Und ich hoffe, ihr hattet ein super Wochenende und einen Top-Start in die Woche. Und da kann man immer gerne ein kostenloses Abo und einen Daumen nach oben für Buschis Borussia da lassen. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, was noch alles bis zu unserem ersten Pflichtspiel in knapp 2 Wochen passieren muss, damit ihr euphorisch in die neue Saison geht, oder sagt ihr, alles egal, wir werden die Saison so oder so rocken. Ich bin extrem gespannt auf eure Kommentare und ich würde sagen, wir starten in die heutige News-Folge und beginnen natürlich mit der aktuellen News. Manu Kone zum AC Mailand, das hat Fabrizio Romano berichtet. AC Mailand war auch schon mal an Manu Kone im Jahr 2021 interessiert, da war er noch bei Toulouse, hat sich aber natürlich für unsere Borussia entschieden. Jetzt soll das Interesse neu aufgeflammt sein. Wie gesagt, Manu Kone aktuell bei Olympia, macht eine extrem gute Figur, spielt so eher die Sechserposition bei Frankreich, sehr beweglich, Teilzeitkapitän auch. Und hat bei uns auch Vertrag bis 2026. Wir gucken Manu Kone uns gleich noch genauer im Profil an. Grundsätzlich würde ich aber sagen, musst du eigentlich bei so einem Spieler, der ja noch sehr, sehr jung ist, natürlich keine gute Saison gespielt hat, eine tragende Rolle bei der U23 von Frankreich spielt, da sogar Teilzeitkapitän ist, langfristigen Vertrag hat, fußballerisch alles mitbringt, schon aus meiner Sicht über 20 Millionen erreichen, wenn nicht sogar 25 Millionen als Ablöse. Und damit könnten wir bei Borussia halt krass arbeiten. Schippers wird seinen Teil bekommen. Und du könntest vielleicht 2, 3 Spieler holen, die dich wirklich nochmal defensiv kompakter machen. Vielleicht 2 Spieler kaufen, einen mit Leihe und Kaufoption, dazu kommen wir gleich noch. Fände ich sehr, sehr spannend. AC Mailand natürlich ein großer Club für Manu Kone. Ich könnte ihn mir da auch tatsächlich vorstellen, dass er da eine tragende Säule werden kann, wenn er natürlich verletzungsfrei bleibt. Davon müssen wir jetzt erstmal ausgehen. Und ein Top-Olympiaturnier spielt. Ich glaube, wenn er so weiterspielt, wird er einen sehr, sehr großen Markt haben. Und das kann uns bei der Ablöse natürlich nur in die Karten spielen. Wie gesagt, wir gucken uns jetzt mal Manu Kones Profil an. Hier im roten Bereich, das ist eigentlich seine Position, zentrales Mittelfeld mit dem Fokus auf der linken Seite, Manu Kone, sehr, sehr gute Aufbereitung von Sofascore. Das ist jetzt die Saison 22-23, weil er da einfach mehr gespielt hat. Aber bei 23-24 sieht es halt auch mehr so aus. Also seine Position ist eigentlich das linke zentrale Mittelfeld. Marktwert wird aktuell, seht ihr hier, auf 18,6 Millionen geschätzt. Ich finde, du müsstest schon noch ein bisschen mehr rausbekommen bei der Vertragslaufzeit von Manu Kone. Dann könnten wir, glaube ich, unsere Defensive wirklich adäquat verstärken. Und der Nachfolger soll auch schon wohl bereitstehen. Auch so ein kleines Déjà-vu, den Namen kennen wir schon, Boubacar Traoré, soll auch wieder auf unserem Zettel stehen. Waren wir letzten Sommer auch schon dran. Defensiver Mittelfeldspieler, 22 Jahre alt, noch sehr, sehr jung. Aber wenn wir uns hier mal seine Läufe im Spiel angucken, ist er schon ein klarer Sechser, bewegt sich vor der Abwehr, hält da ganz klar seine Position. Also anderer Spielertyp als Manu Kone, nicht so offensiv, deutlich defensiver, könnte die Zentrale bei uns deutlich verstärken. Und ich glaube, wenn du Traoré per Laie holen kannst, Laie mit Kaufoption, wäre das schon ein spannender Deal aus meiner Sicht, weil er bei Wolverhampton alles andere als Bäume ausgerissen hat, hat aber in der Ligue 1 gezeigt, dass er ein sehr, sehr guter sein kann auf seiner Position. 22 Jahre kannst du absolut noch entwickeln und das würde für mich halt bedeuten, dass Traoré bei uns vor der Abwehr spielt und ja, vielleicht man mit Sander eher in der Breite dann plant. Wäre trotzdem spannend, weil wir hatten auch das Problem, dass wir halt die Mitte nicht dicht bekommen haben und da könnte natürlich Traoré mit dem Profil extrem weiterhelfen. Und es hat noch Entwicklungspotenzial, definitiv, wie gesagt, hat Vertrag noch bei den Wolverhampton Wanderers bis 2027, die wollen ihn aber abgeben. Ist seit 2 Jahren da und da könnte man eine Laie mit Kaufoptionen durchaus anstreben und Wolverhampton will womöglich noch einen Spieler. Elvedi ist wieder zurück im Training und klar macht er sich Gedanken, hat gesagt, wenn was reinkommt, dann würde er sich das anhören und würde womöglich auch den Verein verlassen. Genau das gleiche wie letzte Saison mit dem kleinen und feinen Unterschied, dass Nico Elvedi einen langfristigen Vertrag jetzt bei uns hat und der nicht ausläuft, ist natürlich schon eine unglückliche Situation. Ne? Er weiß, klar, kommt dann die Floskel, der fühlt sich super wohl bei Borussia, Gladbach ist mein Verein, könnte mir aber was anderes vorstellen. Ich glaube, du musst da einfach eine Lösung finden. Ne? Ob es dann vielleicht sogar eine Laie mit einer Kaufpflicht ist, keine Ahnung. Aber dass du halt
ja, einen Kaderplatz frei bekommst oder sagst, Nico, ey, wir verpflichten jetzt trotzdem einen Verteidiger, du wirst nicht spielen, dass du so ein bisschen Druck aufbaust, fände ich nicht fair, weil Nico hat schon gezeigt, dass er eigentlich ein guter Verteidiger sein kann, aber wie viele bei uns im Kader in den letzten 2-3 Jahren, kam halt so gut wie gar nichts mehr. Und ich glaube, da wird ein Abgang gut tun, ne? Wenn Kone, Elvedi Transfers wären, wo wir Einnahmen generieren können, um dann auch den Kader an der Breite zu verstärken, natürlich auch qualitativ, wäre das für uns gut, und einfach nochmal frischen Wind reinzubringen. Und einer, der bei uns krass frischen Wind reingebracht hat in der letzten Saison, war halt Frank Honorat. Ich glaube, 3 Tore, 11 Assists. Mit Pokal waren es sogar 5 Tore und 13 Vorlagen. Und der Mann musste sich natürlich auch erstmal in Deutschland einfinden, und er geht sehr, sehr optimistisch in die neue Saison, will 10 Tore, 10 Vorlagen machen. Wäre ihm und unserer Borussia definitiv zu gönnen. Ich glaube, jeder weiß, der schon mal im Ausland für eine längere Zeit gelebt hat, ist das nicht immer leicht. Und jetzt nach einem Jahr hat er sich eingelebt, glaube ich, hat auch ein anderes Standing jetzt in der Kabine. Und ich freue mich krass auf Frank Honorat in der Viererkette über rechts außen. Kann das sehr, sehr gut werden, glaube ich. Und ich glaube, der hat auch noch richtig Potenzial. Und einer, der natürlich auch sich durchsetzen will, ist unser Rocco Reitz, hat da auch gesagt, er sieht die Konkurrenzsituation, ganz klar. Ich glaube, wenn wir noch einen defensiven Sechser holen, wird es natürlich noch wilder. Wir haben aktuell 9 Spieler für 3 Positionen, 9 zentrale Mittelfeldspieler, defensive Mittelfeldspieler, offensive Mittelfeldspieler für maximal 3 Positionen. Und da wird es natürlich eng und da wird es harte Entscheidungen geben. Und die Unzufriedenheit wird dann natürlich bei einigen Spielern da sein, ob es bei Florian Neuhaus ist, der sich womöglich gegen Player und Stöger durchsetzen muss, ob es bei Jule Weigel ist, der sich womöglich gegen Traoré als Neuzugang, wenn er kommt, Sander, Kramer, Reitz durchsetzen muss. Es wird unzufriedene Spieler geben. Und Stöger hat sich klar für unsere Borussia entschieden, ist sehr, sehr glücklich und will einen ekligen Fußball mit unserer Borussia spielen. Und betont natürlich auch, dass er Führungsanspruch hat, er will eine Mannschaft führen. Hat er Bock drauf? Die Frage ist halt, so Aussagen kommen halt immer im Trainingslager, ganz klar. Aber was ist, wenn du 3 Spiele in Folge auf der Bank sitzt? Ne, dann kann sich die Stimmung gerade in so einem breiten Mittelfeld schon mal ändern. Aber es geht hier nicht um Einzelpersonen diese Saison, sondern wir müssen wieder erfolgreich sein. Einstelligkeit ist das Ziel, und das erwarten wir alle. Trotzdem hat natürlich Stöger gerade als Neuzugang vielleicht so ein kleines Extra bei Seoane, weil ein bisschen verbrannte Erde ist natürlich schon da, wenn du Chris Kramer und Neuhaus im Mittelfeld hast, denen ich jetzt einfach nicht so viele Einsatzmöglichkeiten erstmal zurechne. Es gibt geschehen noch Zeichen und Wunder, aber warten wir es mal ab. Traurige News natürlich für alle, die sich ein Leiner-Trikot in den letzten Jahren geholt haben. Er ist wieder zurück auf der Nummer 22, die hat er sich gewünscht, hat da gute Erinnerungen. 18 hat jetzt Fraulo, war einfach ein Wunsch von ihm, weil er da jahrelang gut mitgespielt hat, gute Erfahrung gesammelt hat und hat jetzt die 22. Und heute Abend werden wir uns alle angucken, Gladbach gegen Holstein Kiel, Sanders Ex-Verein. Vielleicht mache ich auch einen parallelen kleinen Talk dazu, kommt auf Sky, gucken wir uns ein bisschen parallel an, quatschen so ein bisschen über das Spiel, würde ich mich drüber freuen. Und wo ich mich auch drüber freuen würde, wenn ihr in den Discord geht, Link ist unten drin, da erfahrt ihr alles, aktuelle News rund um Borussia, knapp 3000 Mitglieder mittlerweile, absolute Wahnsinn. Gewinnspiele, bei wann meine Videos rauskommen, gibt's da alles, könnt gerne teilnehmen, kostenlos natürlich und euch austauschen, würde ich mich freuen. Und jetzt wünsche ich euch weiterhin noch einen guten Wochenstart, genießt die Woche, es wird sonnig und wir hoffen natürlich, dass bald wieder mit Fußball losgeht. Macht's gut, ciao. Wir sind Borussia.